Immer dieses Scheißwetter, ey. Eieieiei. Tu nur lieber mal ein bisschen fahren, aber dafür muss ich das Gamepad rausnehmen. Ja, herzlich willkommen bei einem kleinen Gameplay über GTA Online. Bin einfach wieder erfreut, dass ich endlich wieder richtig gut aufnehmen kann. Und ja, einfach wieder richtig drin bin. Endlich auch ein Gamepad habe. Das auch gut geht. Ich kann endlich fliegen. Ich kann einfach mit Tastatur und Maus nicht fliegen. Und mit einem Gamepad geht es so einfach. Seht ihr? Es geht so einfach. Ich kann einfach wieder landen hier auf dem Flughafen. Ja, nur ist es nur ein bisschen sensibel, aber das muss ich noch richtig einstellen. Ja, ihr habt es sicher in meinem Livestream am Andromeda. In meinem Livestream gesehen, dass ihr ja immer noch schauen könnt. Schaut einfach meine Videos vor ein paar Tagen an. Oder wenn ihr es älter, also wenn ihr es länger nicht seht, dann ja, wenn ihr es einfach später seht, das Video, dann dürft ihr es natürlich gerne auch suchen. Es ist unter Livestream 1 in der Playlist. Also ja, kein Problem. Oh, sogar ein Event ist hier. Gangangriff. Ach, ich liebe das, endlich mal zu fliegen. Ja. Oh. Ach, ist das schön. Wisst ihr, ich habe immer GTA San Andreas gespielt und ich habe mich mega immer gefreut zu fliegen. Und das konnte ich einfach mit GTA 5 nicht mehr. GTA 4 konnte ich schon auch ein bisschen machen. Da war aber immerhin die Steuerung noch nicht so sensibel. Also das größte Problem war einfach, dass die Steuerung zu sensibel eingestellt ist. Rockstar hat irgendwelche Probleme gemacht und so weiter. Hier oben habe ich sogar 60 FPS. Wow, und das in dieser Grafik. Ich könnte die Grafik noch höher stellen, aber ja, ich habe zu wenig. Ja, die Grafikspeicher ist auf 20.000, also schon groß. Aber einfach nicht genug groß. Scheiße, scheiße, scheiße. Der kann nicht! Der kann nicht. Oh, 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 oh. Habt ihr das gesehen? Aber es ist so cool, endlich wieder zu fliegen. Ah, oh, mein Chilliard. Darf ich auf dich landen? Komm bitte hoch, zieh hoch, ja. Ich will auf dir landen, bitte. Ach. Habt ihr jetzt gesehen, wie das Flugzeug heißt? Ich hab's gar nicht geschaut. Aber das ist die Andromeda aus GTA San Andreas, das man nur mit einem Cheat holen kann. Weil man Andromeda nur in einer Mission kurz... Ja. Scheiße. Hey, hallo. Ich will doch raus, ich bin doch raus. Seht ihr, ich bin doch raus. Ah, wie lange braucht er? Ah, schaut euch mal die Grafik an. Also, ich bin halt kein Superreicher. Ich habe keine gute... Ich habe nicht viel Geld, um alles zu holen. Ich habe keine Kreditkarte noch und alles Mögliche. Ich kann halt nicht alles perfekt machen. Perfekt schön. Auch habe ich keine Shader und alles Mögliche installiert. Grafikmods natürlich. Also die Shader-Grafik-Mods, ENB und alles, weil ich ja online spiele. Ich spiele momentan nur online und deshalb habe ich das alles ohne Grafik-Mod. Aber schaut euch mal die Sichtweite einfach mal an. Ich liebe GTA Online eigentlich. Aber ihr wisst ja, es ist relativ... Also zuerst einmal ist Rockstar mega greedy mit diesem... ja... Ladebildschirm, immer diese Ankündigung und während des Games links oben, und dann muss man hier immer wieder ausschalten. Einladungston, da kann man nicht einfach ausgeschaltet lassen. Es ist halt so. Ich finde immer noch GTA San Andreas das beste Rockstar-Spiel und dicht gefolgt von Red Dead Redemption, das ich eventuell auch bald mal spielen kann, vor allem Red Dead Redemption 2, weil ich ein
unbedingt einen Fernseher kaufen will, ein PS4 Pro und eben Red Dead Redemption und der zweite Teil. Ja, also ich habe jetzt wieder einen Test gemacht, also das war ein Test sozusagen. Ich werde Rollenspiel machen mit diesem Charakter und ich werde im Singleplayer ein bisschen aufnehmen, aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass ich wieder aufnehmen kann. Ich habe die Einstellungen eigentlich recht hoch. Natürlich habe ich zum Beispiel Shader, also und Schärfeeffekte und so aus. Aber das auch meist nur, weil ich, also hier oben habe ich ein bisschen aus, weil das sehr viel Grafikkartenspeicher frisst. Ich habe ja eine GeForce 980 GTX X mit Quad oder sogar Quattro CPU. Und trotzdem geht alles nicht normal, weil alles nicht angepasst ist. Ich weiß nicht, was die anderen machen, damit es alles sehr hoch ist und alles Ultra und so. Aber eben Nachbearbeitung habe ich aus. Das will ich nicht haben und Umgebungsverdeckung will ich auch aus haben, weil ich nun mal so bin. Also, aber seht mal die Grafik. Hat die Fresse. Aber seht mal die Grafik. Das ist einfach Wahnsinn, hä? Bei GTA San Andreas war alles noch eckig und kantig und blöd. Also, naja, hier ist sogar ein Weg runter. Können wir mal ein bisschen Downhill BMX fahren oder so. Ja, BMX kann ich sowieso jetzt auch fahren. Irgendwie konnte ich mit der Tastatur nie Gas geben, also kann immer noch nicht Gas geben. Und so weiter. Also, ich bin einfach fasziniert von der Grafik heutzutage. Ich bin auch süchtig nach Grafik, aber ich muss es nicht laut kundtun. Ich sag's jetzt einfach, weil ich es lieb. Und ja, es ist Wahnsinn, also. Ich werde Videos machen, es kommen Videos. Und da ich jetzt bald Vlogs mache mit der GoPro, der neuesten und der besten, ja, wird es wahrscheinlich weniger Livestreams geben. Halt einfach immer wieder 2 Stunden oder 1,5 Stunden Minecraft und Path of Exile meistens. Und dem geht es dann, geht hier online ab und zu, vielleicht spät in der Nacht, also später dann um 10 Uhr oder so. Es schauen halt nicht viele zu, aber ihr dürft jederzeit die Videos schauen, gell? Und eben sagt mir, wenn die Videos lecken im Livestream oder wenn sie einfach schlecht aussehen und so weiter. Also, Dankeschön. Zweimal gestorben in einem Part, hä? Super. Ja, ich mach's ja extra. Also, ja, mehr geht ja online natürlich mit Videos, aber auch natürlich jeden Tag, sicher jeden Tag hoffentlich, geht ja online auch im Livestream, gell? Schaut vorbei. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Video oder Livestream. Tschüss, euer Drago Basler.